Okay, meine Lieben, heute mal ein kleiner Einblick von unserem alltäglichen Wahnsinn hier in Alanya in der Türkei und so ein bisschen mehr privat, weil in den letzten Wochen auch immer wieder der Kommentar war mit zeig mal ein bisschen mehr. Gerade auch auf den anderen sozialen Medien ist da oft gerne mehr gewollt zu sehen und dementsprechend zeige ich euch jetzt mal, wie das hier aussieht. Wir sind jetzt in einem 5M Migros, das bedeutet 5Ms, bedeutet, das ist ein ganz, ganz großer Migros, ein riesen Einkaufsladen. Und ich drehe gerne mal gleich die Kamera, beziehungsweise im Hintergrund könnt ihr es einfach sehen. Das ist einfach ein riesen Ding. Also, keine Ahnung, ein paar tausend Quadratmeter wahrscheinlich. Also richtig groß, sehr viel Auswahl und natürlich sehr viel Blödsinn zum Essen, ganz klar. Aber hier in dem 5M-Mikros bei der D400 in Alanya ist auch ein Deichmann. Und ich will euch jetzt mal zeigen, was ich mir jetzt gerade geholt habe. Ich habe einen richtigen Schnapper gemacht. Ich bin ja jetzt nicht so der Markenfan, ja, aber wir haben uns unter anderem das hier geholt. Ich drehe mal die Kamera. Okay, ich sehe gerade, ich kann die Kamera in diesem Modus gar nicht drehen. Gar kein Problem. Dann zeige ich euch das jetzt einfach mal. Denn ich habe ja so eine Crocs an. Ja, hier. So eine Latschen. Ja, und die sind schon ganz schön runtergeranzt sozusagen. Und ich habe mir jetzt diese Latschen geholt. Ja, so ein Croc oder Clocks Verschnitt, ja, aber nicht das Original, so in dem Fall, kein Problem, stört mich nicht. Diese Schuhe, ja, so muss ich die Kamera halten, zack, waren sogar noch 50% reduziert, also richtig krass, für Originalpreis 249 Tele und jetzt nochmal 50% runter, also 125 Tele, das sind um die 4 Euro ungefähr, ja, richtig krass. Im Gegenzug haben wir für die Kinder original Adidas geholt. Richtig coole Latschen. Ja, auch so, ich dreh mal die Kamera wieder, hier für euch. So, solche Dinger. Ja, und die waren bei 1300 Tele pro Paar. Ja, also 1300 Tele. Ja, das sind dann so gute 30, 35 Euro. Ist wahrscheinlich ein deutscher Preis, völlig normal für Originalware, zahlst du halt hier halt auch ein bisschen mehr. Außer du gehst natürlich ganz klar auf den Bazar und holst dir richtig toll gefakte, gefälschte Originalsachen. Also wirklich krass und auch ein krasser Preis, ja. Ich persönlich, ja, brauch's nicht, aber ganz ehrlich, ist es natürlich auch ganz cool, mal sowas zu haben, beziehungsweise für die Kids, gerade in dem jugendlichen Alter, ihr wisst ja, wie es läuft. Kinder können echt grässlich sein und deswegen genau, haben die dann wieder mal neue Latschen. Ja? Wir waren jetzt gerade im Lokal, das ist ein typisches Croissant-Lokal, also wie der Name sagt, man kann da sitzen, essen, trinken. Es ist ein Apart-Hotel in einer relativ coolen zentralen Lage, also als Tourist, wenn du alleine kommst, zu zweit bist, mit deinem Partner oder Partnerin, richtig cool, machst du dir da eine gute Zeit und hast unten eine richtig schöne Location, nicht weit weg vom Strand. Und kannst, wenn du auf Croissants stehst, Croissants reinballern und essen. Also mega cool, da waren wir jetzt gerade. Jetzt kurz hier bei Deichmann beim 5M Migros. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo die Frauen sind. Mama und Mandana unterwegs irgendwo. Ja, alle Männer können es jetzt nachvollziehen. Wir warten einfach hier blöd in der Ecke und schauen, was passiert. Danach werden wir aber noch weiterfahren und ich will euch da einfach dann nochmal ein bisschen mitnehmen. Also bleibt dran. Okay, Einkauf geschafft, richtig krass. Und als erstes natürlich jetzt Mama und Mandana erstmal ein leckeres Eis reinballern. Ich habe aber auch mir was spontan gegönnt sozusagen. Ja, Zucker hin oder her, aber wer genug verbrennt, gar kein Problem. Und ich drehe mal die Kamera, jetzt geht das. Aber jetzt, wo gehen wir hin? Wo geht's hin? Richtung Bruder. Ja, zu deinem Bruder? Ja. Ja, dann los. Und dann mal Köpfe im Wasser, ne? Köpfe im Wasser. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich. Ja, und wir können auch reden. Also wir sind jetzt rausgefahren von 5M Migros und fahren jetzt hinten rum parallel der D400 Richtung Alanya Ober wieder. Mhm. Da gibt es ja ein neues Zentrum und das können wir euch eigentlich gleich mal zeigen. Da fahren wir dann ja, später auf jeden Fall mal vorbei. Also bleibt dran. Und wie sind die Temperaturen? Auto zeigt 38 Grad, ist es aber jetzt gerade meiner Meinung nach angenehm auszuhalten, weil
Die haben wieder den Himmel bearbeitet. Genau, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Also gestern war auf jeden Fall mehr Druck, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten schon 44 Grad. Ja, das ist heftig. Für Juni heftig. Dann bis gleich. Jo. Okay, wir sind jetzt hier in einer Cite drinne mit zwei Gebäuden und einem Pool. Richtig cool. Reimt sich sogar. Und hier ist sogar ein Fitnessstudio. Da gehe ich auch ab und zu mal rein und trainiere. Aber was ich euch nochmal zeigen will, ist ganz krass. Ihr seht es vielleicht im Hintergrund. Der Himmel, die Sonne, sie wurde wieder bedeckt. Ja, also zum Thema Geoengineering, ja, weltweit. Also da, wo wir es nicht gesehen haben, war Paraguay. War extrem wenig. War auch da, aber extrem wenig. Und dementsprechend, wir können dem Ganzen nicht entrinnen. Weil es gibt ja Menschen, die wollen auswandern, weil sie diese Streifen am Himmel in Deutschland satt haben und deswegen denken, sie kommen woanders hin. Aber jetzt drehe ich die Kamera, damit ihr mal seht. Coole Location auch. Und mit den Bergen im Hintergrund. Hier ist die russische Schule. Also richtig cool. Und auch hier ein Neubau. Siete. Richtig cool. Und da vorne ist dann irgendwo die Waldorfschule. Yes. Okay, also ich glaube, ich gehe jetzt nicht in den Pool. Vielleicht bei uns zu Hause später nochmal. Was auf jeden Fall heute noch auf dem Programm liegt, ist bei mir ein Homeworkout. Da kann ich euch auf jeden Fall nochmal mitnehmen, wenn ihr da Bock drauf habt. Also bleibt dran, ein paar Klimmzüge, ein paar Übungen machen, Stabilität etc. hin und her. Und dann schauen wir einfach mal, was der Tag noch so bringt. Okay, so spontan wie wir sind, Planänderung, jetzt kurz eine kleine Einheit machen hier in diesem Home Gym sozusagen von der Cite. Das darf man nicht vergessen, Leute, dass wenn du in die Türkei kommst, dir eine Wohnung kaufst, eine Neubauwohnung, dann ist in der Regel immer mindestens der Pool dabei. Also du zahlst natürlich auch für den Pool. Ja, du hast eine Wohnung, die kostet zum Beispiel 120.000, 150.000 Euro und dann aber hast du noch deinen Pool dabei. Und in dieser Cite zum Beispiel hast du noch ein Gym dabei. Da drehe ich mal die Kamera. Klein, aber fein. Hast gute Gewichte auch schon, ja, also für jeden Otto-Normalverbraucher voll in Ordnung. Fitness-Time, Baby. Keep going. Also es geht richtig ab. Und hier übrigens auch noch eine Sauna. Also richtig cool. Und wir werden jetzt Gas geben. Let's go. Okay, wir sind jetzt zu Hause angekommen, beziehungsweise ich, die Frauen immer noch unterwegs im BIM bei uns um die Ecke. Also dementsprechend Frauen im Kaufrausch sozusagen, könnte man meinen. Aber ich meine es ja nur gut. Ich bin gerade dabei, den Einkauf zu sortieren, beziehungsweise auch, ihr hört es im Hintergrund vielleicht, drehe auch die Kamera, unser Obst und Gemüse zu waschen. Ja, viele machen das heutzutage immer noch mit Natron. Wir machen das mit unserem Levelo K8, mit unserem Wasserionisierer. Dazu gleich aber nochmal mehr. Hier will ich euch aber mal ganz kurz zeigen, der ganze Tisch ist voller Obst und Gemüse und mit Eiern, 30 Eier vom Koi, vom Dorf sozusagen, 135 Tele, 30 Eier, richtig krass. Und der gesamte Einkauf war 365 Tele, das Obst und Gemüse und 135 die Eier. Also sagen wir mal, gute 500 Tele. Ja? Also richtig cool, keine 20 Euro und wir sind wieder gut versorgt. Jetzt drehe ich noch mal ganz kurz die Kamera. Das ist das Gerät, das Levelo K8, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen. Und so sieht das dann aus mit dem starken Kangenwasser 11.5. Unten kommt das stark saure Wasser raus, 2.5. Kein Wasser wird verschwendet und dementsprechend eine richtig mega Sache. Yes, wenn es Fragen dazu gibt, einfach mich anschreiben, gar kein Problem. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Wenn dir da so ein Video gefallen hat, schreib das unbedingt in die Kommentare. Wenn du mehr von so einer Art Video sehen möchtest, schreib das unbedingt in die Kommentare. Ich möchte mit meinem Kanal natürlich euch auch mehr zeigen, euch noch mehr Unterhaltung bringen und freue mich natürlich, wenn ihr auch etwas mitnehmen könnt. Ja? Dementsprechend lasst es mich wissen, mindestens einen Daumen nach oben, mindestens kommen mal 50 Likes oder so, mal 50 Daumen nach oben wäre doch mal top für ein Video und dann sehen wir uns dann spätestens hoffentlich morgen wieder, auch eventuell mit mir im Wasser, am Pool oder am Meer oder sonst wo. Also dementsprechend bleibt dran, bleibt gesund und munter, euer Markus und Familie aus Alanya.